Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Horizon 2 Kappa Mode. So, ich wollte eigentlich hiermit angefangen haben, ne? Hab ich auch. Ich habe einmal hier die kompletten Minecraft Seeds, also für die Blumen. Die ganzen Erz-Seeds habe ich gemacht und die Mystical Flowers. Hier noch eine kleine Fläche. Hier wollte ich Spontania hinpacken. Sieht klein aus, keine Sorge. Wir brauchen nicht wirklich viel. Bei der Mob-Farm habe ich ein kleines bisschen geupgradet. Einfach nur, naja. Halt nochmal hier so ein paar Upgrades, besonders hier für die Munitio Essence. Hab ich hier. Wo ist Gold? Hab ich hier vergessen, ein Void-Upgrade reinzupacken? Tatsache. Machen wir ein bisschen Raw Mana Essence. Finde ich gut, dass man das so umwandeln kann. Meine Rüstung habe ich auch ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier Hello Sneaking und Airwind Equipped. Half Heals for Half Heart. Mit Protection 4 Unbreaking 3. Food Saturation. Provides Illumination und Speed Boost. Und Jump Boost und Protection 2. Damit wir einfach mal den hier machen können. Wir haben in Anführungszeichen fliegen. So. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Die Kuh zählt da nicht zu. Auf jeden Fall. Was ich dann heute machen möchte, erst einmal Inventar leeren. Ich schmeiß das jetzt ganz, ganz provisorisch hier rein. Weil wir werden Platz brauchen. Ich möchte erstmal hier Quests abschließen. Mob Farm. Loot Chest. Hier haben wir alles erledigt. Halt, nein. Beta. Sind ein paar. Also, Passive Farm. Spawn Cow können wir bestimmt gebrauchen. Seed Analyzer. Crop Sticks. Toast haben wir gemacht. Beziehungsweise Toast Sandwich. Sugarcane Seeds. Messerwarzen. Glowstone. Quarz. Redstone. Also wir haben einiges, beziehungsweise ich habe einiges gemacht. Dia Seeds. Lapis. Eisen. Also theoretisch gesehen könnten wir auch eine Farm darauf ausbauen, aber naja. Wüsste ich jetzt nicht wirklich, wieso wir das machen sollten. Die Dice Seeds haben wir. Mystical Ride. Ich glaube, hier gibt es nur noch Chance Cubes. Ja, sieht schwer danach aus. Gut. Ich habe aber noch ein bisschen mehr freigeschaltet quasi. Halt einfach so durch hier nebenbei arbeiten. Ich will nicht wissen, wie viel wir gleich haben. So, hier in Gamma haben wir nämlich jetzt noch die Spikes freigeschaltet, weil ich einen Zombie besiegt habe, der durch dieses nach Hilfe rufen gespawnt ist. Und der hatte auch schon ein bisschen mehr Leben gehabt. Ich glaube, der hatte 40 Leben. Das sollte jetzt aber alles gewesen sein, ne? Jo. Joa. Packen wir die mal hier rein, das da rein. Die hier, die hier, die hier, die hier. Die Kaktus-Seeds. So, Blue Chest. Sehr schön, Red Alloy und Electro Tine Alloy. Ein Typesetting Table, Prince Fest. Und Ink Sex. Das ist super, auf die hat sie es nämlich abgesehen. Eine Jukebox. Ein Advanced Bin. Ein Tier 1 Chance Pond. Noch ein Typesetting Table. Virus! Oh. Wir haben unser eigenes Virus. Oh, oh. Womit machen die ab? Weißt du, bitte an, nur. Okay, was haben wir noch? Crab, ein paar Lampen. Oh, Soap, Soapy Water und Super Soapy Water. Dann kann ich mal ganz kurz währenddessen hier die Rüstung reparieren.
Ich liebe diese Waschmaschine. Ja, Walrus muss repariert werden. Walrus müde, Walrus Reparatur bitte. Ein Amulet of Growth. Wound Irrigation Channel und Seed Storage. Nochmal Seife. Ein Tape Measure. Meteoritenkompass. Und zu guter Letzt nochmal eine Jukebox. Also größtenteils Crap, aber naja. Oh. Weißt du was? Das schmeiß ich jetzt erstmal noch hier rein und hol mir mein Equip wieder raus. Halt. Das kommt da noch rein, das kommt da rein. Und die Barren kann man hier zuschmeißen. Meine Rüstung ist jetzt auch fertig. Flop. So. Also, was möchte ich heute machen? Mal schauen, ob es für den Quest zählt oder ob wir das machen sollen. Ja, hier müssen wir... Weißt du was? Fortune Upgrade. Das sollten wir eigentlich easy hinkriegen, oder? Ja, komm. Inva ist hier. Machen wir mal so. Und zwei Tiers müssen wir da drüben holen. Haben wir noch so da. Und perfekt, zwei Dias, als wäre das Ganze geplant. Das kommt immer häufiger vor, dass man denkt, ich würde was planen, ne? Wer weiß, vielleicht plane ich auch etwas. So. Haben wir. Quest complete. Claim Reward. Hempseeds haben wir. Jetzt geht das schon weiter. Wir sollten einen Coke-Ofen und einen so weiter machen, aber... Möchte ich nicht. Das kommt da rein. Was haben wir hier noch? Saplings und noch ein Amulet of Growth. Aber die Saplings hier schon. Nein. Kommt also hier rein. So, was ich jetzt aber heute machen würde. Ich würde eigentlich schauen, dass wir in Beta reinkommen. Und zwar würde ich gerne mal hier mit Botania was anfangen. Und zwar sollen wir eine Exekarbotanie machen, das haben wir schon. Eine Petal Apothecary, Pure Daisy, Living Wood und Living Rock und ein Wand of the Forest. Sollte kein Thema sein. Ich schnapp mir dafür mal was Bone Meal hier und pack das hier mal da rein. Und schnapp ich mir den Potsoul hier raus. Weil wer es nicht weiß, in diesem Modpack brauchen wir Potsoul, um die Mystical Flower Seeds anzupflanzen. Habe ich die jetzt eigentlich auf 10, 10, 10 gebracht oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Könnte ich jetzt noch machen, aber... Ja. Wir machen erstmal so. Das geht ja auch schnell. Ich würde sogar nämlich gerne... Von den Pure Daisies würde ich gerne 4 Stück machen. Einfach damit es etwas schneller geht. Also brauchen wir jetzt noch 5 Stück. Und wir brauchen noch ein kleines bisschen Baumehl. Ich glaube, da hole ich mir mal so ein Bag raus. Warte mal, wir brauchen noch eine Petal Apothecary. Ah, dann machen wir einfach noch einmal. Zack. 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 Und zack. So. Davon haben wir 16 Stück. Dann brauchen wir einfach nur Kobbel. Das ist mal ein schönes Rezept. So. Wenn ich jetzt gerade am Craften bin, kann ich mal... Oder... Wir haben 2 gemacht. Dann stelle ich jetzt eben noch eine zweite auf, einfach weil ich es kann. Dann stelle ich mir jetzt eine hier hin und eine hier hin, einfach weil ich es kann. Hm.
Hat irgendjemand ein Problem damit? Hä? Du da drin? Okay. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, ich brauche noch einen Eimer. Und dann hole ich mir nochmal hier 4 Overgrowth Seed. Und ein Stackback Lotus. Da muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich hier nochmal was, damit hier nochmal ein bisschen effektiver wird. Kommt hier einer hin. Hier. Hier. Und hier. Ach, ich habe den Eimer. Ich wollte noch einen Eimer holen. Naja. Zack. Wir bräuchten nämlich ein wenig Wasser. Oh, warte mal. Sink? Gibt es das hier? Jawohl. Machen wir uns doch eins, oder? Ist doch einfacher, als jetzt andauernd hin und her zu laufen. 6 davon. 3 davon. Und ja, zack. Also, das ist herausgenommen, ja gut. Alles klar, das stellen wir uns dann mal hier hin. So, wir brauchen eine Pure Daisy. Dafür brauchen wir Seeds. 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, 3, 4, zack. Einmal. 2-mal. Und immer so weiter erstmal. Zack und zack. 4 Pure Daisies. Was war das noch? Living Wood und Living Rock und den Wand of the Forest. So. Haben wir noch Cleanstone oder muss ich welchen braten? Ich nehme einfach schon mal vorsichtshalber raus. Habe ich mir schon gedacht. Hiervon haben wir noch was da. Dann machen wir erstmal hier eine Runde Living Wood. Zack. Kriegen wir so 32 auf einmal. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es nämlich schneller, wenn da hier das auf so einem Overgrowth auf dem Schattezeug ist. Sehen wir ja jetzt. Kann man das beschleunigen? Komm schon, Wasser, Wasser, tut dir gut. Ja, komm, gehen wir einfach mal gerade den Cleanstone holen, der fertig sein sollte. Also, so viel zumindest, wie wir brauchen. Jo. Jawohl, dann hat es sich doch schon verwandelt. Das ging doch rucki zucki. Zack, zack. Kurze Info. Jetzt, nächste Woche kommt ein Freund von mir vorbei aus Lörrach. Kann sein, dass er dann auf meinem PC ein bisschen streamen wird, wenn ich arbeiten bin. Habe ich ihm erlaubt. Ich vertraue dem da. Vielleicht wird er ein bisschen LOL streamen, wenn es dann interessiert. Naja. So. Und dann, ja, das geht eindeutig schneller. Das haben wir. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die 2 Petals hier für den Wand of the Forest. Wand of the Forest. So, 3 Living Wood Tricks. Und so. Und wir haben ihn. Detect Submit. Quest Complete. Nehmen wir jetzt hier die Loot Chest. Können wir mal gerade aufmachen. Können wir das mal hier reinschmeißen. Und Ore Processing Upgrade. Joa. Komm, machen wir mal gerade. Was habe ich jetzt gerade hier alles rausgenommen? So wollte ich das hier. Das können wir mal hier reinpacken. Und das auch. So. Ich habe was dabei, okay. Dann mache ich mir hier mal einen
Crafting Table bzw. eine Crafting Station. So, machen wir einen Mana Pool. Packen wir mal hier hin. So, und wir bräuchten, wir haben jetzt 6 Blumen. Also brauchen wir nochmal 6 Overgrowth Seed. Oder? Ich will mal kurz gucken, ob die Hydro ein GA ist. Scheißen wir drauf, ganz ehrlich. Was ist jetzt eigentlich hier die nächste Quest? Ein Mana Pool, den haben wir ja schon mal. Ein Mana Pearl und ein Mana Diamond. Wir brauchen jetzt einen Mana Spreader. So, der Mana Spreader, das ist. Es ist ja jetzt bald schon schwierig. Zack. Zack. Haben wir. Dann stellen wir den einmal hier hin. Holen unseren Wand of the Forest raus. Zeigen auch, dass er darauf soll. Moment. Platzieren unsere Daybloms mal hier. Okay, die sind alle verbunden. Und dann Blacker Lotus, warum ich die haben wollte. Ah, da ist noch kein Mana drin. Ja gut. Dann holen wir mal gerade eine Enderperle und einen Diamanten. Eine Enderperle. Das kann da rein. Das Holz da auch und der Potzol auch. Und eins Diamant. Ja, muss ich jetzt doch einen Diablog aufmachen. Kann da rein. So. Haben wir jetzt einen Mana im Mana Pool? Jawohl. So. Ist ja jetzt noch was wenig, ne? Haben wir. Haben wir. Hey, der Mana-Pool ist voll. Es ist so scheiße einfach in diesem Modpack. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein paar Mana-Pools, damit wir ein bisschen auf Vorrat haben. Oder wir machen das ganz einfach. Wir machen hier so eine Dreierwolke hin. Und sagen, du sollst da drauf gucken. Was haben wir in der Loot-Chest? Ah, oh, schon wieder Meteorit-Kompass, weißt du was? Der kann weg. So, unser nächstes Ziel ist der Runic Altar, die Hydro-Angeas oder Minitio-Seeds. Die Minitio-Seeds würde ich sogar als erstes gerne machen. Ja gut, dann machen wir das eben hier. Quest complete. Und den packe ich dann mal hier rein. Ach, der passt da gar nicht rein. Okay. Und dadurch, dass wir den jetzt abgeschlossen haben, haben wir offiziellen Zugang zu Magical Crops. Warum sage ich jetzt das so bescheuert? Nämlich offiziellen Zugang. Nun ja, es gibt da etwas, was uns noch davon abhält. Das nennt sich Kappa Mode. Wenn wir mal hier Add Magical Crops machen. Wir brauchen ja für so ein Seed. Können wir hier ein Quarz Seed, brauchen wir die verschiedenen Essenzen, die wir über diese Infusion Stones bekommen. Schauen wir jetzt mal das Rezept für den Master Infusion Stone an. Wir brauchen einen Nessa Star, Massivitio Block, Mana Pearl, Compressed Gaia, ein Block of Dragonstone, ein Block of Mana Diamond, Block of Inmensium, Block of Terra Steel und Block of Mana Steel. Und was brauchen wir für einen Extreme Infusion Stone? Ein Strong Infusion Stone. Und dafür brauchen wir einen Regular Infusion Stone. Und dafür brauchen wir einen Weak Infusion Stone. Und dafür brauchen wir, wer kann es erraten? Richtig. Ein Block of Terra Steel.
Ja. Und sonst so? Oh, weißt du was? Wir lassen das jetzt einfach so. Wir haben jetzt hier... Wir haben jetzt drei Mana. Sei froh, dass du Zephyrian Aerophium bist, wenn wir das noch brauchen. So. Na komm. Kriegst du auch nochmal Happer. Drei volle Mana-Pools. Das geht einfach so schnell. Ich würde jetzt sogar schon sagen, wir schauen, dass wir in der nächsten Folge Terrasteel herstellen können. Das würde ich so echt schon Angriff nehmen. Dafür nehme ich jetzt hier nochmal raus. Mache nochmal ein bisschen Living Rock und so weiter. Mache eine Truhe für da drüben, dass ich das Inventar ein bisschen leer kriege. Und dann machen wir in der nächsten Folge vielleicht einen Terrasteel. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.